Hi, ich bin Jens. Willkommen in der Paulmann Lichtwelt. Heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Delta-Profil und LED-Stripes stylische Fußleisten bauen könnt. Damit lässt sich euer Fußboden richtig aufpeppen. Vor kurzem, da war ich im Kino. Da sind mir die Lichtbänder am Fußboden aufgefallen. Diesen Effekt möchte ich jetzt einmal zu Hause im Wohnzimmer nachbauen. Denn der Boden macht meine Ecke hier im Wohnzimmer recht dunkel. Das werde ich jetzt beheben. Mit dem widerstandsfähigen Delta-Profil aus Aluminium und den flexiblen Stripes lässt sich das hervorragend umsetzen. Auch wenn schon eine Fußleiste verlegt ist, klappt das, weil das Delta-Profil nur 20 mm hoch ist. Ich habe mir überlegt, mit den Profilen hinter dem Regal hier zu beginnen. Hier befindet sich auch meine Steckdose. Von hier aus ergibt sich eine Länge von 1,70 m bis zur Wand. Von der Ecke muss dann eine Distanz von 5 Metern überbrückt werden. Praktischerweise lassen sich die Delta-Profile beliebig kürzen und die Stripes alle 7,5 cm. Ihr müsst die Produkte also nur auf die passende Länge kombinieren. Für uns ergeben sich 6,70 Meter. Ich nehme als erstes das 3 Meter Urlet Stripe Basisset. In dem ist der Trafo bereits enthalten. Dazu 3 weitere Meter Urlet Stripe und die kurze Variante von 97 cm. Zum Dimmen und Schalten nehme ich noch den Dim Switch Controller dazu. Mit dem Trafo aus dem Basisset lassen sich Längen bis 7,60 Meter Urlet Stripes verlegen. Für meinen Raum passt das also. Für größere Räume hat Paulmann größere Trafos. Von dem Delta-Profil nehmen wir dreimal das Delta-Profil mit 2 Metern und einmal das Delta-Profil mit 1 Meter. Dazu zweimal die Endkappe, eine Innenecke und zwei Abdeckkappen. Für die 1,70 Meter Wand nehmen wir jetzt die 2 Meter Schiene. Die kürzen wir jetzt auf 1,70 Meter. Ich habe mir das hier schon mal markiert. Das Profil verlege ich jetzt, indem ich es mit Acryl an der Wand festklebe. Man kann das Profil natürlich auch anschrauben, ich habe mich aber bewusst fürs Kleben entschieden. Jetzt können schon die Stripes eingesetzt werden. Mit diesem rückseitigen Klebestreifen lassen sie sich kinderleicht montieren. Die Stripes können oben oder unten befestigt werden. Auf diese Weise erhaltet ihr unterschiedliche Lichteffekte. Ihr könnt ein Streiflicht auf der Wand oder ein Streiflicht auf dem Boden erzeugen. Und wer mag, kann es natürlich auch doppelt platzieren. Da ich einen dunklen Fußboden habe, möchte ich ein Streiflicht auf dem Boden erzeugen. Dazu klebe ich den Stripe auf der Wandseite in das Profil. Ich beginne mit dem 3 Meter Stripe aus dem Basisset. Danach kommt noch der 1 Meter Stripe, der 3 Meter Stripe. Und was dann noch übersteht, kann ich an den markierten Stellen abschneiden. Jetzt kommt auf das Delta-Profil noch die Diffuserleiste, um das Licht gleichmäßig zu verteilen. Am einfachsten lassen sich die Diffuserleisten mit einem Cuttermesser kürzen. Ich habe schon mal markiert, wo ich schneiden muss. Ordentlich einritzen. Und dann vorsichtig durchbrechen. In die Raumecke kommt die sogenannte Innenecke. Kleine Lücken an den Stößen der Diffuserleisten decken wir einfach mit dieser Kappe ab. An die Enden kommen diese Endkappen. Keine Sorge, Kabel lassen sich problemlos hindurchführen. Die Stripes möchte ich schalten und dimmen. Aus diesem Grund habe ich mich zusätzlich für den Dim-Switch entschieden, den ich hier an die Stripes anschließe. Achtet aber darauf, dass der Empfänger so liegt, dass ihr ihn mit dem Signal eurer Fernbedienung gut erreichen könnt. Jetzt noch den Trafo anschließen und den Netzstecker in die Steckdose stecken. Und fertig ist unsere Lichtinstallation. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps für beleuchtete Fußleisten geben. Solltet ihr mit Urlet LED Stripes auch mal Möbel beleuchten wollen, schaut euch Anitas Video dazu an. Für Fragen und Tipps hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis bald, euer Jens.